So, das ist der nächste Prototyp. Die Aufhängung ist nochmal verbessert worden. Diesmal irgendwie mit Kugelgelenken und hier ist die Servoanlenkung mit verstellbaren Schrauben gemacht. Vorne ist die Aufhängung für die Kamera nochmal verbessert worden. Die hat sich jetzt hier bewegt in jede Richtung. Und natürlich auch Drehung. Das heißt, in jeder Art frei bewegbar. Und auch schnell. Es geht noch schneller. Gut. Vorne sieht man die Kamera. Und das war's.